die Adventszeit und besonders die Adventszeit in diesem Jahr, wo alles heruntergefahren ist, ist eine Zeit, in der wir uns auf das Wesentliche im Leben besinnen können. Beten ist eine solche Sache. Was es mit dem Beten auf sich hat, beschreibt der folgende Text. Der italienische Ordensmann Hermes Ronchi geht in seinem Buch Beten ist menschlich davon aus, dass Beten ein Grundbedürfnis aller Menschen ist. Mehr noch, ein Grundvollzug des Menschseins wie das Atmen. Die erste ursprüngliche Form des Betens sei der Durst nach Leben, nach Liebe, so Ronchi. Beten macht deutlich, dass ich mir nicht selbst genüge, dass ich ausgerichtet bin auf etwas, das mich übersteigt, das mir hilft zum Leben. Beim Beten geht es gar nicht so sehr um das Wie, das Was und das Wann. Es geht darum, mich nicht selbst zum Gott meines Lebens zu machen, sondern anzuerkennen, dass ich Geschöpf bin und mich einem anderen verdanke. Mit diesem anderen trete ich in Dialog. Das ist Beten. Zu finden ist dieser Text, wie viele andere Impulse zum Nachdenken, in dem Kartenset Ora et Labora, Kompass der Lebenskunst von Schwester Elisabeth Magdalena Zehe.